Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin gerade auf dem Weg zur Hochschule, weil ihr wisst ja natürlich bestimmt, dass ich seit Oktober in Bremen Architektur studiere. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, was ich dieses Halbjahr alles so gemacht habe, weil das Semester einfach schon um ist. Das ist so krass, das ist schon einfach, ja, ich habe schon so viel gelernt und gemacht. Das wollte ich euch einfach mal zeigen, damit ihr mal wisst, was ich eigentlich so mache und so gelernt habe. Und genau, das war's eigentlich schon. Ich wünsche euch einfach viel Spaß und viel Spaß beim Video. Wollt ihr eigentlich mal, dass ich ein Video darüber mache, wie ich mit diesen Rollern fahre? Also ich hatte überlegt, das mal auszuprobieren, dass ich mal hier in Bremen diese Roller benutze. Also schreibt mal in die Kommentare, wenn ich das mal ausprobieren soll. Dafür ist und wie so Strukturen entstehen, solche Gitterstäbe oder so Balken, was wichtig ist, damit das Haus überhaupt hält und nicht zusammenbricht. Dann habe ich Dienstag und Mittwoch Entwerfen und Darstellen, das heißt, dass man lernt zu entwerfen, Perspektive zu zeichnen, guckt, welche Schraffuren man benutzt, wirklich Perspektiven versucht darzustellen in verschiedenen Häusern und sowas. Dann habe ich noch am Donnerstag Baustoffkunde. Da lernt man über alles über Baustoffe. Also wir haben verschiedene Materialien durchgenommen, zum Beispiel ja, Holz, Metall, Glas, Beton, Zement, also quasi alles, was dazugehört, aus welchen Bestandteilen das besteht und wofür das gut ist, ob das geeignet ist für draußen, wie auch immer. Es macht richtig viel Spaß und am Freitag gibt es immer Baugeschichte. Das heißt, man lernt verschiedene Typen von Gebäuden kennen, also zum Beispiel Typus Turm, Typus Kirche, Typus Theater und da haben wir immer so ein paar Referate zu und Exkursionen nach Bremen, in Bremen selbst. Und dann lernen wir quasi die Arten von Gebäuden kennen und was typisch dafür ist und ja, das war's dann. Wir fangen mal an mit mit Bau- und Tragsystemen. Zeige ich euch mal, was ich da machen musste. Also, das erste Projekt, also es ist quasi, wir schreiben darin keine Klausuren, sondern müssen immer so Sachen entwerfen, weil es war die erste Aufgabe. Hier seht ihr ein fertiges Modell von meinem Labyrinth. Also wir sollten quasi ein Labyrinth entwerfen aus, also in so einer Parkanlage in Bremen. Und das sollte 10x10 Meter groß sein. Und dann sollten wir halt echt überlegen, aus wie dick die Mauern sind, wie Backsteinreihenfolge ist. Da mussten wir uns echt überlegen, wie sind die Backsteine versetzt. Und ihr seht ja immer, also Backsteine sind ja immer nicht übereinander, sondern ein bisschen versetzt. Und da sollten wir uns genau überlegen, wie das ist. Hier mussten wir dann so Zeichnungen machen, also das ist jetzt irgendwie so eine Skizze, die ich nicht mit abgegeben habe. Also hier ist zum Beispiel hier so ein Schnitt, also wenn man quasi hier so mittendrin so durchschneidet, ist das dann hier quasi in der Mitte hier dieses Teil, dann hier die Balken, die da sind. Und so mussten wir das alles aufzeichnen und dann abgeben. Und davon gibt es quasi dreimal Sachen, wo man Sachen abgeben muss, planen muss, konstruieren muss. Und jetzt haben wir so einen auf dem Markt. Wenn wir so einen Stand bauen, da müssen wir uns auch überlegen, wie, aus welchen Materialien, wie trägt das Teil und was auch immer. Also es ist voll interessant. Genau, das war mein erstes Modell, ziemlich am Anfang. Ja. So, dann in Entwerfen und Darstellen mussten wir als allererstes
hatten wir so einen Ort zugeteilt bekommen. Also in Bremen gab es so 6 verschiedene Orte und das ist eher so eine Straße gewesen. Und wir sollten diese Straße und die Atmosphäre, den Flair quasi davon so ein bisschen beschreiben und skizzenhaft quasi einfallen. Also hier haben wir einmal die Straße in Bremen. Das sind meine 3 Skizzen dazu gewesen. So, also hier sieht man zum Beispiel, die Straße war in so einer Kurve und man sieht da die ganzen Straßen. Die Häuser sahen alle relativ lele. Stör mich jetzt nicht. Ich erzähl gerade über meine Kunst. Du hast eine Kunst, du hast keine Kunst. Ich hab Kunst. Das sieht doch gut aus, oder? Was? Das sieht gut aus. Das war am Anfang. Das ist schnell gemalt, Lele. Ganz schnell. Ja, also. Man sieht hier auf dem Bild, dass hier die Häuser relativ gleich aussehen. Aua! So, und hier von der einen Seite und von der anderen Seite, es geht hier um die Kurve. Da ist hier dieser Baum und dann sieht man die anderen Häuser. So, das habe ich. So, auf damit. Oh, das Haus war richtig cool. Da waren so Bauarbeiter. Ich musste hier auf so eine Schubkarre drauf, damit ich das fotografieren kann. Und das Bild finde ich eigentlich relativ cool. Guck mal. So. Na, Lele. Ey, auf damit. So, genau. Und hier sind so verschiedene Balkons. Alle sagen, als Architekt darf man nicht Balkons sagen. Ich sage immer Balkons. Ja, weil es Balkon heißt. Und Brüstung wusste ich vor kurzem auch nicht, was das heißt. Ja, du hast das vor kurzem auch nie umgerechnet. Genau, hier. Dritte waren hier die verschiedenen Hauseingänge, sieht man hier. Und, oh, Lele, bist du bescheuert? Ach, Mann. Hier sind so Steine und so. So, nerv mich nicht. So, dann sollten wir halt passend zu dieser Straße, was für eine Atmosphäre das ist, halt solche Häuser bauen oder uns einen Botschafter entwerfen, was quasi diese Straße repräsentiert. Das heißt, ich habe herausgefunden, diese Straße wirkt auf den ersten Blick sehr eintönig, sehr schlicht, sehr normal. Aber wenn man sich das genauer anguckt, dann findet man einzelne Details, die unterschiedlich sind, wie die Eingänge, die Balkons. Und deswegen habe ich quasi, mussten wir ein Gipsmodell erstmal erstellen aus diesen Gebäuden. Die sehen halt echt noch nicht so gut aus, weil ich es echt nicht so einfach fand. Ah, hier zum Beispiel. Hatte ich erstmal diese Idee, dass man so schlichte, eintönige Häuser macht. Aber dann habe ich mich für diese Variante entschieden, weil das so ein bisschen gezackt ist. Also quasi versetzt. Und hier habe ich noch ein Modell dafür entschieden. Und das, was da rauskam, war quasi dieses Modell. Ich habe noch ein neues gebaut, weil mir gesagt wurde, das sieht nicht gut aus. Also hier sind die verschiedenen Eingänge, soll man von außen so leicht erkennen, aber im Prinzip soll es sich unterscheiden, also nicht viel unterscheiden von außen. Dann habe ich hier Fenster und von innen sollte man eigentlich verschiedene Sachen sehen. Also hier zum Beispiel rote Wand. Also jedes Haus sollte sich im Inneren so ein bisschen unterscheiden. Finde ich eigentlich ganz gut. Das Richtige ist in der Hochschule, das kann ich euch morgen zeigen. Aber das waren im Moment hier zum Beispiel, so eine große Pappe brauchte man dafür. Ich bin mit dieser Pappe in der Bahn rumgelaufen, wie so eine Verrückte. Aber egal, es war ein bisschen peinlich. Lele nervt mich nicht. Hier mussten wir quasi aus so einer Pappe so eine Form bauen und dann den Gips da rein fließen lassen. Und dann mussten wir hier noch, genau, das sind noch verschiedene Varianten, also hier ein bisschen die Kurve vom Haus. Und dann schließlich wurde das dann ja dieses Gezackte. Genau, hier einmal noch Isometrien davon. Genau, und am ersten Tag haben wir Zeichnen geübt. Das war der erste Tag. Und wir haben eine Stunde dafür Zeit gehabt, gerade Linien zu zeichnen per Hand. Eine Stunde sollten wir Linien zeichnen. Ein perfektes Foto von dieser Straße machen, habe ich natürlich gemacht. So, also es wurde kritisiert. Also diese Straße, muss ich euch sagen, ist bewohnt von Leuten. Und ihr seht, da sind Autos drauf. Ich wollte das so versuchen, dass auf dieser Straße, auf diesem Bild, keine Autos zu sehen sind. Aber es ist unmöglich, weil diese Leute, die da wohnen, die ganze Straße voll immer Autos. Jeden Tag steht dieser Anhänger da, jeden Tag steht dieser Mini da und jeden Tag dieser BMW. Also es ist unmöglich. Genau, und jetzt musste man weiterdenken. Das Haus, was ich mir ausgedacht habe, was da gerade ich gezeigt habe, sollten wir von innen so eine Perspektive zeichnen oder uns darstellen. Und das ist quasi das Haus von innen hier mit den verschiedenen Farben und hier der Ausgang soll quasi in den Wallanlagen stehen. Das wurde kritisiert, das sieht nicht gut aus, deswegen muss ich alles nochmal von vorne machen.
Gut, genau. Und dann sollten wir hier in dem Bau- und Tragsystem einmal noch diesen Marktstand bauen. Soweit sind wir jetzt. Und ja, im Baustoffgründer haben wir halt ganzen Baustoffe kennengelernt. Und darüber schreibe ich eine einzige Arbeit. Meine erste in diesem Jahr. Ja, das war's dann. Also, ich bin echt nicht lange in der Schule immer. Es ist halt immer so, wir haben Aufgaben. Zum Beispiel, mach diese Perspektive fertig, auf Photoshop arbeiten. Ich habe noch nie damit gearbeitet und dann wird das ja erwartet. Ist relativ schwer, sich darauf zu fokussieren, weil man halt so früh frei hat. Man hat eine Vorlesung höchstens irgendwie für 2 Stunden und dann kann man nach Hause gehen oder halt dran arbeiten. Das ist nämlich das Problem. Aber sonst ist das relativ entspannt. Andere haben 8 bis 10 Stunden am Tag und ich vielleicht höchstens 4. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Aber so ist mein Zwischenstand, was ich jetzt dieses Halbjahr alles produziert habe. Damit und man hat irgendwie immer ein Cuttermesser dabei, weil man alles mögliche überschneiden muss. Und ich habe mir so eine Schneidematte geholt. Juhu, der Tisch muss immer dran drauf. Damit der Tisch nicht, ja genau. Also für den Bügel schon. Ne, da gibt es auch noch so Zentimetermaß. Und dann geht der Tisch nicht schrott. Fange ich das da drunter. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache. Stunden später. Ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Einblick dafür bekommen, was ich alles so geschafft habe.
geschaffen habe und ich freue mich schon aufs nächste Semester, bin gespannt, was so auf mich zukommt. Die sind halt auch sehr pingelig. Das ist ein bisschen schwierig für mich, weil wenn man andauernd Kritik bekommt, ist man ein bisschen unmotiviert weiterzumachen. Genau, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr mich kostenlos abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!